Und herzlich willkommen zum Parakäferflüsterer mit dem Himmelsverwalter und dem guten Mario. Was macht das in der Nacht? Ach, die Gravitation der Gegner ist anders. Aber nicht von mir. Nein! Ah! Nein! God. Oh my God. Ich frage mich, wieso die aufgehen, wenn man drauf steht. Ah, nicht zu weit führen. Himmelsverwalter. Du bist der wahre Walter. Wenigstens ist es kein Scrolling-Level, dann kann man sich wenigstens ein bisschen entspannen. Oder auch nicht! Gott. Also, die Gravitation von Gegnern ist weniger, aber von mir ist sie noch gleich. Wie auch immer, aber ich fange an nach Logik zu suchen in einem Mario-Spiel. Okay, ich kann verstehen, dass der sehr schwer ist. Aber so schwer, dass man ihm 4 Sterne gibt und ihn mit einem 300 Münzenlohn versehnt. Ja. Nein, der ist recht gut von der Hand gegangen. Also es hat wirklich weniger schwere Level gegeben, wo ich echt viel mehr Probleme damit hatte. Also weit mehr Probleme. Wirklich, also... Westflügeldach. Ich glaube nicht, dass das 15% ausmacht. Zau schlimm. Ah, stimmt, nein, am Ende machen wir dann das Feister in eurer Mitte. Und schon wieder 7 neue Aufträge. Ja, leck mir doch am Socken. Okay, probieren wir mal nochmal einen, der recht schwer ist. Ja. Der Steinquader des Schicksals. Schon wieder. Vom Zirkusdirektor. Ich glaube, den haben wir. Das ist bis jetzt der, den wir am öftesten gesehen haben. Und Steinquader ist auch das Gimmick, das wir am öftesten gesehen haben. Nächste Nacht. Okay. Ich mache jetzt etwas, was ich als schlau empfinde. Und zwar, ich nehme Steinquader erst am Handy. Es wird nämlich sehr viele Münzen. Dann lauf halt für ihn. Alter. Ach so, ich brauche doch das Steinquader. Also ein Steinvierig. Man muss bedenken, wenn ich an einem von den hinteren sterbe.
fällt nach links, wenn ich nach links drücke. Hast du ein Förderband unter dem After, wo der hilft? Oh yeah. Ja, ist gut. Also. Münzen regieren die Welt. Wie schon der weise Doktor Igitt gesagt hat. Kein Kommentar. Ja, stimmt. Oh, Förderband. Der Steinquader des Schicksals. Ja gut, der Steinquader kann wirklich über Schicksal entscheiden. Weil wenn du es schaffst, ihn mitzunehmen, dann schaffst du den Level und dann freust du dich. Wenn du es nicht schaffst, dann regst du dich für den Rest von deinem Leben auf. Dass du es nicht geschafft hast. Oh Gott. So war das nicht geplant. Ha! Ich kann... Es ist nichts Persönliches. Ich hasse den Raum einfach. Also, was muss man da machen? Kann das Steinquader? Ja, in dem Fall.
Was mich interessiert, wenn ich jetzt das Steinkoder da lade, ist es denn da? Ja, dann ist es da einfach wieder neu geladen. Okay, was muss ich da machen? Ich glaube, ich weiß es und ich glaube, es gefällt mir nicht. Nein! Nicht. Genau das! Oh, das letzte sogar, weil es so schwer ist, oder was? Hä? Nicht? Oh, hey. Ich verstehe nicht ganz wie. Ich glaube, ich weiß wie. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Wenn es in meine Nähe kommt, lässt es ja. Ah! Doch, es geht. Oh Gott. Oh mein Gott. Nein, danke. Das ist eigentlich ein super billiges Schema. Weil man könnte ja auch einfach Schlüsselmünzen machen, oder? Wenn man 4 gesammelt hat, dann kommen halt die 4. Ich frage mich, ob das auch umgekehrt geht. Also, du darfst keins in der Hand haben, aber am Ende brauchst du es. Also, quasi musst du auf dem Kopf. Ja, gut, man kann es ja. Ach, vergessen. Irgendwie. Ja, das ist doch cool. Okay. Und. Da sind wir auch schon wieder am Ende von diesem Part angekommen. Genau aus dem Grund wünsche ich euch einen schönen.